Hallo und willkommen bei Bleib entspannt, deinem Meditationspodcast. Ich bin Kathi Claudel und am Ende des letzten Jahres habe ich auf Spotify, YouTube und Instagram eine Umfrage gestartet, welche Affirmationen für Kinder ihr euch wünscht. Die drei Themen mit den meisten Stimmen wird es nach und nach hier auf dem Podcast zu hören geben. Heute fangen wir an mit zwei Eigenschaften, die sich wohl beinahe alle Eltern von ihren Kindern wünschen. Und das sehr regelmäßig. Es geht um Geduld und Ruhe. Und um den Kindern dieselben näher bringen zu können, habe ich passende Inhalte von meiner Wunschliste dafür ausgesucht. Zum einen ist das der Wunsch von Leo, 6 Jahre alt, der sich eine Reise über das Skateboardfahren wünscht. Hinzu kommt der Wunsch der 3 Geschwister Mathilde, 6, Laurenz, 3 und Raphael, 1 Jahr, die gerne eine Geschichte übers Eisessen hören möchten. Ihr 4, ich wünsche euch und allen anderen kleinen Hörern ganz viel Freude mit eurer Traumreise und den darin integrierten Affirmationen für mehr Geduld und Ruhe. Alles Liebe und gute Nacht, eure Kathi. Hallo du, schön, dass du da bist und mit mir auf eine kleine Reise gehen möchtest. Bist du auch geduldig genug dafür? Keine Sorge, wenn nicht, wirst du es währenddessen bestimmt werden. Hast du alles bei dir, was du brauchst? Prima! Dann kannst du dich jetzt in dein Bettchen kuscheln und es dir so richtig gemütlich machen. Spanne anschließend noch einmal alle Muskeln in deinem Körper an. Mache dich steif wie ein Brett und halte das Ganze. Und loslassen. Noch einmal anspannen, halten und loslassen. Super! Atme jetzt 3-mal tief durch die Nase ein und lang durch den Mund aus. Wenn du einatmest, stellst du dir vor, wie Ruhe und Geduld in deinen Körper fließen, wie ein Strom goldenes Licht. Wenn du ausatmest, lässt du alle Unruhe und Anspannung in Form eines matschbraunen Lichts aus deinem Mund strömen. Atme goldene Ruhe und Geduld in deine Nase ein. Atme matschbraune Unruhe und Anspannung aus. Ruhe und Geduld einatmen. Unruhe und Anspannung ausatmen. Perfekt! Lasse deinen Atem jetzt wieder so fließen, wie er gerne fließen möchte. Und spüre, wie du dabei immer ruhiger und ruhiger wirst. Ganz weich und leicht. Ganz ruhig und entspannt. Und jetzt stelle dir vor, du stehst inmitten einer Skatinganlage. Hier ist ganz schön was los. Kinder, Jugendliche und Erwachsene skaten auf Rollschuhen, Inlineskates und Skateboards umher. Einige trainieren waghalsige Sprünge, Drehungen
und andere Tricks. Die sind aber ganz schön gut. Ein Junge mit schulterlangen blonden Haaren und einem knallblauen Schutzhelm kommt auf seinem gelben Skateboard auf dich zugefahren. In Zickzacklinien fährt er bis zu dir und bremst dann dicht vor dir ab. Dabei grinst er dich frech an. Er sagt, dass sein Name Kenny ist. Und nachdem auch du dich vorgestellt hast, fragt er dich, ob er dir mal seine besten Sprünge auf der Halfpipe vorführen soll. Das ist diese halbkreisförmige Bahn, die aussieht wie eine große Rinne. Du nickst begeistert und folgst Kenny, der in Richtung Halfpipe skatet. Doch die ist gerade besetzt. Ungeduldig wackelt Kenny auf seinem Skateboard herum, während ihr wartet, dass die Bahn frei wird. Doch als die zwei Mädels, die darin gefahren sind, aufhören, laufen schon zwei andere Kinder mit ihren Skateboards hinein. Kenny beschwert sich, doch die beiden warten schon länger und sagen, dass er noch nicht an der Reihe ist. Doch Kenny will nicht länger warten und sagt, dass ihr lieber ein Eis essen gehen solltet. Er kennt die beste Eisdiele in der Gegend, erzählt er begeistert. Dort gibt es einen fantastischen Schlumpfeisbecher mit zwei schlumpfblauen Schlumpfeiskugeln, zwei Vanille- und einer Schokoladeneiskugel. Obendrauf ist eine dicke Portion Sahne mit blauen Streuseln und Gummibärchen in derselben Farbe. Das ist der leckerste Eisbecher der Welt, verspricht dir Kenny ausgelassen. Doch als ihr bei der Eisdiele ankommt, steht dort schon eine lange Schlange an. Bis auf die Straße hinaus reicht sie. Nicht schon wieder, stöhnt Kenny und stellt sich lustlos mit dir an. Du versuchst, den blonden Jungen zu beruhigen, merkst aber, dass er immer ungeduldiger wird, je länger ihr ansteht. Wobei stehen zu viel gesagt ist, Kenny zappelt eigentlich nur herum und jammert, dass er endlich sein Eis essen will. Schließlich hat der Junge genug, schnappt sich sein gelbes Skateboard und fährt gereizt davon. Du läufst Kenny hinterher und findest ihn schließlich frustriert im Stadtpark auf der Wiese sitzen und an den Grashalmen herumzupfen. Du setzt dich neben ihn. Kenny scheint ziemlich traurig zu sein. Kein Wunder, jetzt hat er weder Eis gegessen, noch ist er in der Halfpipe gefahren. Und beides bloß, weil er nicht warten wollte. In diesem Moment hörst du plötzlich
ein leichtes Flattern in der Luft. Was ist denn das? Eine kleine, winzige Gestalt fliegt auf Kenny und dich zu. Sie ist nicht größer als eine Fledermaus. Ganz zierlich. Und sie hat Arme und Beine wie ein Mensch und strahlend blaue Flügel. Es ist eine kleine Fee. Wow! Auf ihren rotbraunen langen Haaren sitzen Dutzende von kleinen bunten Blüten. Auch Kenny staunt nicht schlecht. Mit tellergroßen Augen beobachtet der blonde Junge, wie die Fee auf der Wiese landet. Nur, du meine Güte, ist sie jetzt nicht mehr klein? Nun ist sie so groß wie eine ganz normale Menschenfrau. Wahnsinn! Ganz lieb lächelt euch die Fee an. Und dann fängt sie mit einer sanften Stimme an zu sprechen. Sie erklärt Kenny und dir, dass sie die Fee des Aufblühens ist. Und sie hat euch etwas mitgebracht. Schau nur! Sie breitet ihre Arme aus und geht auf Kenny zu. Der wiederum ist so verdutzt, dass er einfach sitzen bleibt und sich von der Fee umarmen lässt, die sich zu ihm setzt und ihn einhüllt. Nicht nur mit ihren Armen, sondern auch mit ihrer Zauberkraft. Dabei flüstert sie Kenny Sätze ins Ohr. Kleine Zaubersprüche, die ihn beruhigen, geduldiger und stärker machen. Du rutschst ein wenig dichter an die beiden heran, so, dass du die Sätze hören kannst, die die Fee spricht. Ich bin ruhig und geduldig, auch dann, wenn die Dinge anders laufen als geplant. Die guten Dinge kommen zu denen, die darauf warten können. Ich bin in der Lage zu warten, egal in welcher Situation ich mich befinde. Ich kann ohne Probleme in einer Schlange anstehen und warten. Ich bin geduldig, wenn ich mit anderen Kindern spiele. Ich bin geduldig mit mir selbst. Zum Beispiel dann, wenn ich neue Dinge lerne. Wenn ich bemerke, dass ich ungeduldig werde, atme ich tief ein und aus und entspanne mich. Alles geschieht zur richtigen Zeit. Ich verstehe, dass das Erreichen mancher Ziele Zeit und Mühe kostet. Schritt für Schritt werde ich immer geduldiger. Schritt für Schritt bleibe ich ruhig und entspannt, auch dann, wenn ich auf etwas warten muss. Ich bin geduldig mit anderen Menschen und verstehe, dass sie möglicherweise mehr Zeit brauchen.
Ich weiß, dass wann immer ich auf etwas warten muss, ich die Chance bekomme, meine Geduld und Ruhe zu üben. Bei diesen Gelegenheiten beobachte ich das Geschehen um mich herum und mich selbst völlig ruhig und gelassen. Ich bleibe geduldig und gut gelaunt, selbst wenn die Dinge nicht sofort passieren. Geduld ermöglicht es mir, die Dinge wertzuschätzen. Dadurch freue ich mich umso mehr darüber. Wenn ich Fehler mache, bin ich geduldig mit mir selbst und versuche es einfach noch einmal. Ich bleibe geduldig und probiere es weiter. Auch dann, wenn die Dinge mal schwierig werden. Ich verstehe, dass es mich glücklicher macht, geduldig zu sein und ruhig zu bleiben. Ich weiß, dass Geduld eine Superkraft ist, die mir dabei hilft, ruhig und glücklich zu bleiben. Als die Fee fertig gesprochen hat, strahlt Kenny sie dankbar an. Die Fee fragt ihn, ob er jetzt bereit ist, auf all das Gute in seinem Leben zu warten. Kenny nickt begeistert, springt auf und hilft auch dir auf die Füße. Dann schnappt er sich sein Skateboard und gemeinsam mit der Fee lauft ihr zurück in die Skatinganlage. Geduldig wartet ihr mit Kenny an der Halfpipe. Der Junge steht dieses Mal völlig ruhig und gelassen da und wartet ab, bis er an der Reihe ist. Und dann, wow, legt er richtig los. Du meine Güte! Kenny hat tatsächlich nicht zu viel versprochen. Er ist richtig, richtig gut. Er fährt, springt und dreht sich. Dabei landet er jedes Mal sicher wieder auf seinem gelben Skateboard. Begeistert jubeln die Fee des Aufblühens und du, Kenny, zu. Als er fertig ist, geht ihr zusammen zur Eisdiele. Diese Show muss mit einem Schlumpfeisbecher gefeiert werden. Und siehe da, als ihr dort seid, kommt ihr direkt an die Reihe. Die Schlange hat sich inzwischen aufgelöst. Wie toll ist das denn? Und der Schlumpfeisbecher schmeckt tatsächlich genauso großartig, wie Kenny es versprochen hat. Wenn nicht sogar besser. Nachdem ihr aufgegessen habt, verabschiedet sich Kenny von dir und der Fee
und du gibst dem Jungen einen anerkennenden Klopfer auf seine Schulter, bevor er auf seinem Skateboard davondüst. Dann gehst du mit der Fee zurück in den Stadtpark. Gemeinsam setzt ihr euch auf eine Bank unter einer großen Weide. Liebevoll legt sie ihren Arm um dich und schließt nun dich in eine herzliche Umarmung. Eingehüllt von ihrer Zauberkraft, hörst du, wie die Fee nun dir ihre Zaubersprüche zuflüstert? Am besten wirken sie, wenn du sie in deinem Kopf wiederholst. Eine kleine Weile nur. Danach dann kannst du dich getrost ins Land der Träume begeben und die Zauberworte der Fee weiter auf dich wirken lassen. Ich verabschiede mich schon einmal von dir und wünsche dir eine gute Nacht. Ich bin ruhig und geduldig, auch dann, wenn die Dinge anders laufen als geplant. Die guten Dinge kommen zu denen, die darauf warten können. Ich bin in der Lage zu warten, egal in welcher Situation ich mich befinde. Ich kann ohne Probleme in einer Schlange anstehen und warten. Ich bin geduldig, wenn ich mit anderen Kindern spiele. Ich bin geduldig mit mir selbst, zum Beispiel dann, wenn ich neue Dinge lerne. Wenn ich bemerke, dass ich ungeduldig werde, atme ich tief ein und aus und entspanne mich. Alles geschieht zur richtigen Zeit. Ich verstehe, dass das Erreichen mancher Ziele Zeit und Mühe kostet. Schritt für Schritt werde ich immer geduldiger. Schritt für Schritt bleibe ich ruhig und entspannt, auch dann, wenn ich auf etwas warten muss. Ich bin geduldig mit anderen Menschen und verstehe, dass sie möglicherweise mehr Zeit brauchen. Ich weiß, dass wann immer ich auf etwas warten muss, ich die Chance bekomme, meine Geduld und Ruhe zu üben. Bei diesen Gelegenheiten beobachte ich das Geschehen um mich herum und mich selbst völlig ruhig und gelassen. Ich bleibe geduldig und gut gelaunt,
selbst wenn die Dinge nicht sofort passieren. Geduld ermöglicht es mir, die Dinge wertzuschätzen. Dadurch freue ich mich umso mehr darüber. Wenn ich Fehler mache, bin ich geduldig mit mir selbst und versuche es einfach noch einmal. Ich bleibe geduldig und probiere es weiter, auch dann, wenn die Dinge mal schwierig werden. Ich verstehe, dass es mich glücklicher macht, geduldig zu sein und ruhig zu bleiben. Ich weiß, dass Geduld eine Superkraft ist, die mir dabei hilft, ruhig und glücklich zu bleiben. Ich bin ruhig und geduldig, auch dann, wenn die Dinge anders laufen als geplant. Die guten Dinge kommen zu denen, die darauf warten können. Ich bin in der Lage zu warten, egal in welcher Situation ich mich befinde. Ich kann ohne Probleme in einer Schlange anstehen und warten. Ich bin geduldig, wenn ich mit anderen Kindern spiele. Ich bin geduldig mit mir selbst, zum Beispiel dann, wenn ich neue Dinge lerne. Wenn ich bemerke, dass ich ungeduldig werde, atme ich tief ein und aus und entspanne mich. Alles geschieht zur richtigen Zeit. Ich verstehe, dass das Erreichen mancher Ziele Zeit und Mühe kostet. Schritt für Schritt werde ich immer geduldiger. Schritt für Schritt bleibe ich ruhig und entspannt, auch dann, wenn ich auf etwas warten muss. Ich bin geduldig mit anderen Menschen und verstehe, dass sie möglicherweise mehr Zeit brauchen. Ich weiß, dass wann immer ich auf etwas warten muss, ich die Chance bekomme, meine Geduld und Ruhe zu üben. Bei diesen Gelegenheiten beobachte ich das Geschehen um mich herum und mich selbst völlig ruhig und gelassen. Ich bleibe geduldig und gut gelaunt, selbst wenn die Dinge nicht sofort passieren. Geduld ermöglicht es mir, die Dinge wertzuschätzen
Dadurch freue ich mich umso mehr darüber. Wenn ich Fehler mache, bin ich geduldig mit mir selbst und versuche es einfach noch einmal. Ich bleibe geduldig und probiere es weiter, auch dann, wenn die Dinge mal schwierig werden. Ich verstehe, dass es mich glücklicher macht, geduldig zu sein und ruhig zu bleiben. Ich weiß, dass Geduld eine Superkraft ist, die mir dabei hilft, ruhig und glücklich zu bleiben. Ich bin ruhig und geduldig, auch dann, wenn die Dinge anders laufen als geplant. Die guten Dinge kommen zu denen, die darauf warten können. Ich bin in der Lage zu warten. Egal in welcher Situation ich mich befinde. Ich kann ohne Probleme in einer Schlange anstehen und warten. Ich bin geduldig, wenn ich mit anderen Kindern spiele. Ich bin geduldig mit mir selbst, zum Beispiel dann, wenn ich neue Dinge lerne. Wenn ich bemerke, dass ich ungeduldig werde, atme ich tief ein und aus und entspanne mich. Alles geschieht zur richtigen Zeit. Ich verstehe, dass das Erreichen mancher Ziele Zeit und Mühe kostet. Schritt für Schritt werde ich immer geduldiger. Schritt für Schritt bleibe ich ruhig und entspannt, auch dann, wenn ich auf etwas warten muss. Ich bin geduldig mit anderen Menschen und verstehe, dass sie möglicherweise mehr Zeit brauchen. Ich weiß, dass wann immer ich auf etwas warten muss, ich die Chance bekomme, meine Geduld und Ruhe zu üben. Bei diesen Gelegenheiten beobachte ich das Geschehen um mich herum und mich selbst völlig ruhig und gelassen. Ich bleibe geduldig und gut gelaunt, selbst wenn die Dinge nicht sofort passieren. Geduld ermöglicht es mir, die Dinge wertzuschätzen. Dadurch freue ich mich umso mehr darüber. Wenn ich Fehler mache, bin ich geduldig mit mir selbst
und versuche es einfach noch einmal. Ich bleibe geduldig und probiere es weiter. Auch dann, wenn die Dinge mal schwierig werden. Ich verstehe, dass es mich glücklicher macht, geduldig zu sein und ruhig zu bleiben. Ich weiß, dass Geduld eine Superkraft ist, die mir dabei hilft, ruhig und glücklich zu bleiben. Ich bin ruhig und geduldig, auch dann, wenn die Dinge anders laufen als geplant. Die guten Dinge kommen zu denen, die darauf warten können. Ich bin in der Lage zu warten, egal in welcher Situation ich mich befinde. Ich kann ohne Probleme in einer Schlange anstehen und warten. Ich bin geduldig, wenn ich mit anderen Kindern spiele. Ich bin geduldig mit mir selbst, zum Beispiel dann, wenn ich neue Dinge lerne. Wenn ich bemerke, dass ich ungeduldig werde, atme ich tief ein und aus und entspanne mich. Alles geschieht zur richtigen Zeit. Ich verstehe, dass das Erreichen mancher Ziele Zeit und Mühe kostet. Schritt für Schritt werde ich immer geduldiger. Schritt für Schritt bleibe ich ruhig und entspannt, auch dann, wenn ich auf etwas warten muss. Ich bin geduldig mit anderen Menschen und verstehe, dass sie möglicherweise mehr Zeit brauchen. Ich weiß, dass wann immer ich auf etwas warten muss, ich die Chance bekomme, meine Geduld und Ruhe zu üben. Bei diesen Gelegenheiten beobachte ich das Geschehen um mich herum und mich selbst völlig ruhig und gelassen. Ich bleibe geduldig und gut gelaunt, selbst wenn die Dinge nicht sofort passieren. Geduld ermöglicht es mir, die Dinge wertzuschätzen. Dadurch freue ich mich umso mehr darüber. Wenn ich Fehler mache, bin ich geduldig mit mir selbst und versuche es einfach noch einmal. Ich bleibe geduldig
und probiere es weiter. Auch dann, wenn die Dinge mal schwierig werden. Ich verstehe, dass es mich glücklicher macht, geduldig zu sein und ruhig zu bleiben. Ich weiß, dass Geduld eine Superkraft ist, die mir dabei hilft, ruhig und glücklich zu bleiben. Ich bin ruhig und geduldig, auch dann, wenn die Dinge anders laufen als geplant. Die guten Dinge kommen zu denen, die darauf warten können. Ich bin in der Lage zu warten, egal in welcher Situation ich mich befinde. Ich kann ohne Probleme in einer Schlange anstehen und warten. Ich bin geduldig, wenn ich mit anderen Kindern spiele. Ich bin geduldig mit mir selbst, zum Beispiel dann, wenn ich neue Dinge lerne. Wenn ich bemerke, dass ich ungeduldig werde, atme ich tief ein und aus und entspanne mich. Alles geschieht zur richtigen Zeit. Ich verstehe, dass das Erreichen mancher Ziele Zeit und Mühe kostet. Schritt für Schritt werde ich immer geduldiger. Schritt für Schritt bleibe ich ruhig und entspannt, auch dann, wenn ich auf etwas warten muss. Ich bin geduldig mit anderen Menschen und verstehe, dass sie möglicherweise mehr Zeit brauchen. Ich weiß, dass wann immer ich auf etwas warten muss, ich die Chance bekomme, meine Geduld und Ruhe zu üben. Bei diesen Gelegenheiten beobachte ich das Geschehen um mich herum und mich selbst völlig ruhig und gelassen. Ich bleibe geduldig und gut gelaunt, selbst wenn die Dinge nicht sofort passieren. Geduld ermöglicht es mir, die Dinge wertzuschätzen. Dadurch freue ich mich umso mehr darüber. Wenn ich Fehler mache, bin ich geduldig mit mir selbst und versuche es einfach noch einmal. Ich bleibe geduldig und probiere es weiter, auch dann, wenn die Dinge mal schwierig werden.
Ich verstehe, dass es mich glücklicher macht, geduldig zu sein und ruhig zu bleiben. Ich weiß, dass Geduld eine Superkraft ist, die mir dabei hilft, ruhig und glücklich zu bleiben.